Gerade groß genug, um die Decke der Unterführung nicht zu berühren, war ein Schwertransport, der am Mittwoch gegen 22.45 Uhr auf der B83 bei Bergshausen unterwegs war. Und so ging es dort nur im Schritttempo voran. Transportiert wurde ein Maschinenhaus, Getriebe und eine Narbe für den Windpark am Wapel. Das sind die ersten Bauteile der 5 200 Meter hohen Windkraftanlagen der städtischen Werke Kassel. Transportiert wurden sie auf 3 Tiefladern. Diese waren bereits am Montag in Rostock gestartet. Die schwer beladenen Transporter dürfen nicht mehr als 60 Stundenkilometer fahren. Turmteile und Flügel für den Windpark werden mit Schwertransporten aus Dänemark angeliefert werden.